Willkommen bei mir. Schön, dass du dich hier berühren lassen möchtest von den Botschaften der Karten. Im Vorfeld nochmal danke für all die Rückmeldungen, die ich privat bekomme, die man nicht so gern öffentlich kundtut, und für Wertschätzung, welcher Art und Weise auch immer und so, wie es für dich passend ist. Es gibt heute ein Auswahlorakel mit zwei Symbolen. Normalerweise mache ich das Auswahlorakel nur zum Vollmond oder zum Neumond. Aber ich finde, wenn ich dir die Möglichkeit gebe, ich bin heute schief, wenn ich dir die Möglichkeit zwischen zwei Symbolen wähle, dann hast du noch mal so deine eigene Verbindung zu den kollektiven Karten. Und es werden unterschiedliche Botschaften sein. Also du wählst intuitiv jene, die für dich passend sein könnte. Ja, es kann nicht immer 100% sein in der kollektiven Legung, aber es können Samen darin für dich zu finden sein. Ich werde öfter mal ein Auswahlorakel mit zwei Symbolen machen. Wenn Neumond und Vollmond ist, werde ich wieder drei Symbole nehmen. Und natürlich weiter meine Short Messages, weil die liebe ich über alles. Ja, du kannst entscheiden zwischen zwei Arten von Kristall, also zwischen zwei Arten von Bergkristallen. Der natürliche oder der zur Kugel geformt ist. Und ich werde mich jetzt mal hineinbegeben in die Energien und die Botschaften aus der geistigen Welt. Viel Freude beim Zuhören. Schön, dass du da bist und ein Like hinterlässt oder mich abonnierst. Bye bye, Peace and Love, Sabine Carola. Du hast dich für diesen Bergkristall entschieden. Und ich schaue mal, ob ich was fühle heute oder was sehe. Ich sehe einen Farn, der sich aufrollt und aufrichtet. Bezogen auf das Thema, das Wort, das ich hier in der Hand halte, von dem ich nicht weiß, was hier auf der Karte steht. Da ist in diesem Thema ist ein Wandel, weil du dich jetzt für dich selbst aufrichtest und dich aufrollst. Du richtest dich nicht mehr, du richtest dich auf. Du hast erkannt, dass du es wert bist, dass du dieses Thema wert bist. So, da lassen wir es mal dabei. Geben und nehmen. Ich weiß nicht, welchen Part du einnimmst, aber da du dich wie ein Farn entrollt hast und aufgerichtet hast, hast du für dich erkannt, dass da Geben und Nehmen oder Geben und Empfangen in deinem Leben nicht in der Balance ist. Du hast hingeschaut, ich sag du hast, weil der Farn sich auf entrollt hat, und wenn wir jetzt rausgucken im Garten, die meisten Farne sind schon aufgerollt, sind schon, zeigen ihre schönen, wunderschönen Blätter, und du weißt doch schon ganz genau, zu welchen Menschen, ob beruflich oder privat, die Balance von Geben und Nehmen nicht gegeben ist, und hast auch schon angefangen, das zu verändern. Ich habe gesagt, die Wertschätzung deiner Person gegenüber, du bist es wert, auch zu empfangen. Du hast erkannt, dass du manchmal gegeben hast, weil du Bedürfnisse in dir getragen hast und die Hoffnung hattest, du würdest deine Bedürfnisse gedeckelt bekommen.
bekommen. Nee, nicht gedeckelt bekommen, erfüllt bekommen. Aber meistens ist es nicht so. Weil wir uns, solange wir uns nicht wertschätzen, auch empfangen zu dürfen, werden wir uns oft Menschen dann helfen und geben, die gar nicht wahrnehmen und dich als selbstverständlich nehmen. Also wir bekommen ja immer die Menschen in unser Leben, die uns so lange so und so behandeln, bis wir erkennen, wir dürfen in uns selbst etwas verändern, damit sich das im Außen verändert. Das heißt also, dieses Thema möchte jetzt in die Balance kommen und du bist bereit zu empfangen. Vielleicht gibt es da, das ist schön, diese Karte ist ja eine Ergänzung dazu. Ich meine, ich mag das Wort Vergebung nicht, weil wir müssen uns, also sagen wir mal so, Vergebung ist so ein großes Thema. Und vergeben kann man nur, wenn man zutiefst alles verinnerlicht hat, sodass man fühlend vergibt. Also so, dass es aus der Tiefe des Herzens kommt. Und ich vermute, dass das nur wenigen Menschen wirklich gelingen kann. Es ist schön, wenn es anders ist. Ich mag dieses Bild mitgeben. Jeder Luftballon ist ein Herz über ein Ereignis in deiner Vergangenheit, wo du dich selbst dafür beurteilt hast oder verurteilt hast und was dahin führte, dass du dachtest, nicht wert zu sein, zu empfangen. Jeder Herzluftballon ist ein Herz auf ein Ereignis in deiner Vergangenheit, wo du denkst, hätte ich da anders gehandelt, dann wäre es so und so gelaufen. Jeder Luftballon hier ist ein Herz auf eine Entscheidung, die du in der Vergangenheit getroffen hast und die du heute bewertest. Und sei dir gewiss, du hast in jedem Augenblick nur so gehandelt, wie es dir möglich war zu handeln. Und das hast du erkannt. Und die Menschin hat vielleicht dir selbst vergeben, was gar nicht nötig ist, weil, ich will nicht weiter ausholen, wir müssen uns nicht vergeben. Wir haben in der Vergangenheit so gehandelt, wie wir handeln konnten, aufgrund unserer Vergangenheit, aufgrund unserer Glaubenssätze, Verhaltensmuster, Prägungen, die uns einfach dahin gebracht haben, nicht anders entscheiden zu können. Wichtig ist doch nur, dass du heute rückblickend anders entscheiden würdest, weil das zeigt dir doch, wo du heute stehst und wie sehr du schon in dir gewirkt hast. Und deswegen hast du jetzt auch erkannt, dass du bereit bist zu empfangen. Und was könnte dich dabei noch unterstützen, damit die Sache schön rund wird und du das auch tief in deinem Herzen verankern kannst, damit es auch sich im Außen verändern kann. Das ist schön. Es kann also sein, ich habe hier eine Karte, die zeige ich gleich. Es kann sein, dass da diese vielen Luftballons hier, dass da noch weitere Luftballons dazukommen. Mit jeder Erkenntnis über ein Handeln in deiner Vergangenheit, wo du jetzt verstehst, warum du das so getan hast. Ich finde es immer spannend, je tiefer es geht, desto mehr kann sich da zeigen. Und währenddessen kann es aber sein, wenn du es noch nicht so für dich entdeckt hast, was es noch zu entdecken gilt, dass du von diesen Anteilen abgeschnitten bist und getrennt bist.
Und das kann auch manchmal das Gefühl hervorrufen, wenn so ein Anteil dann stark wird und man gar nicht weiß, wo der herkommt, dass man sich getrennt auch vom Leben fühlt. Und diese Karte sagt, selbst wenn du dich getrennt und abgeschnitten fühlst, bist du ein Teil des Lebens. Du bist willkommen im Hier und Jetzt. Für mich ist es immer so, dieses, oder ich habe die Tage niedergeschrieben, ich bin nicht mehr meine Erfahrung, meine schlechte Erfahrung, ich bin nicht mehr ein Trauma, aber das sind Anteile in mir, die noch traumatisiert sind oder die noch geprägt sind von schlechten Erfahrungen. Und es darf so sein. Ich bin trotzdem willkommen im Hier und Jetzt. Ich hoffe, ich konnte es verständlich machen. Es geht darum zu erkennen, dass alles gut ist, wie es ist. Und so eine Art Ruhe einkehren kann. Ruhe im Sinne von, also wenn ich ständig nur an meinen traumatischen Erfahrungen arbeite, vergesse ich ja zu leben. Ich vergesse das Leben zu lieben. Wenn ich aber erkenne, dass ich nicht diese schlechte Erfahrung bin oder nicht dieses Trauma bin, sondern es nur ein Part meines Seins ist, dann kommt da ganz, geht da ganz viel Stress raus. Also für mich ist es immer so eine positive Kapitulation, wenn ich etwas erkenne, was ich zuvor nicht erkannt habe. Und es geht viel leichter, wenn ich die Person, wenn du die Person einen Luftballon nach dem anderen aufbläst, weil du verstehst, aus welchen Gründen du in deiner Vergangenheit die und die Handlung oder die und die Entscheidung gefällt hast. Und es geht darum, als du selbst das Leben zu genießen, während du immer wieder mal einen Anteil von dir abholst, der eine schlechte Erfahrung gemacht hat oder der traumatisiert wurde. Und das ist für mich jetzt, ich bin etwas holprig in meiner Sprache heute, weil ich da durch tiefe Prozesse gegangen bin die letzten Wochen, wo ich erkannt habe, wie wichtig es ist, ich bin ich und alles andere sind Anteile von mir. Und Trauma oder schlechte Erfahrungen in jungen Jahren, die sind nur abgespeichert im Nervensystem als Netzwerk. Und ich kann systematisch daran arbeiten, dass eben neue Luftballons, neue Netzwerke darüber gelegt werden, also nicht drüber gelegt werden, sondern entstehen. Und ein Luftballon entsteht mit deinem Atem, mit deiner Luft, die aus dir herausströmt. Freiheit, Atmung. Nicht mehr. Ja, nee, ich hole nicht aus. Also, du hast schon viel erkannt. Der Farn richtet sich auf. Du lässt dich immer weniger von Erfahrungen aus der Vergangenheit kontrollieren. Und du bist bereit zu empfangen. Und schau mal her, ich erkläre und erkläre und erkläre und rede so viel und hier steht, du bist nicht deine schlechte Erfahrung. So simpel ist das. Aber manchmal ist das Einfachste am schwersten zu integrieren. Und wenn du erkennst, dass du heute, da wo du stehst, nicht deine schlechte Erfahrung bist, kannst du da einen neuen Luftballon aufblasen? Ja. Es geht um Geben und Nehmen.
Und je mehr du in dir auflösen kannst, integrieren kannst, desto leichter wirst du, das ist doch spannend, es geht um Geben und Nehmen. Ich gehe jetzt gar nicht auf die Tarotkarte im ursprünglichen Sinne ein, sondern so wirst du Geben und Nehmen balancieren. Du wirst instinktiv, intuitiv fühlen, spüren, wo du zu viel gibst oder vielleicht auch zu viel empfängst. Also du wirst es in die Balance bringen. Geben und Nehmen, das Überthema. Wie wird sich das dann auf dein Leben auswirken? Die wollen nicht. Manchmal wollen die nicht, wie ich will. Wie wird sich das auf dein Leben auswirken? Und die wollen auch nicht. Sehr schön. Es wird, genau. Wenn du Balance in das Thema Geben und Nehmen bringst, weil du dich jetzt selbst wertschätzt, werden die dunklen Gedanken, die trüben Gedanken, ja, die Schwere aus deinem Leben verschwinden und die Sonne wird hier ihren Weg finden und gleichzeitig wirst du dich authentischer zeigen. Das Nacktsein im Sinne von dich zeigen, wie du bist und auch mal Nein sagen, da wo bisher immer nur gegeben wurde, oder auch Ja sagen, sich die Erlaubnis zu geben, zu empfangen. Ich sitze schon so da wie die Frau hier mit der Hand. Ich habe auch die Hand auf mein Herz. Vielleicht magst du auch die Hand auf dein Herz legen. Du zeigst dich in deinen Bedürfnissen. Du darfst dich in deinen Bedürfnissen zeigen. Du darfst um Ausgewogenheit bitten und um Balance bitten. Du darfst dich, nackt ist immer für mich so eine Rolle, ablegen. Ja? Etwas, was nicht mehr zu dir passt, ablegen. Und dich in deiner Echtheit zeigen, auf dieses Thema betroffen. Das ist eine sehr starke Karte. Also ich empfinde das. Und zwar trifft es auf Mann und Frau zu, weil hier geht es ums Weibliche. Das heißt, es geht um die Gefühlswelten. Wenn man Geben und Nehmen, Geben und Empfangen nicht immer im Ausgleich hatte, es ist ein ganz großer Schritt. Ich kriege hier wirklich Gänsehaut entlang meiner Wirbelsäule. Es ist ein großer Schritt, sich widerfahren aufzurichten und zu sagen, so wie es war, geht es nicht mehr. Weil es mir nicht gut tut, bis hin, weil es mich krank macht. Das heißt, man legt eine Rolle ab, man zeigt sich in seinem Bedürfnis, in seinen Wünschen. Und es ist vollkommen in Ordnung, weil Menschen brauchen einander. Wir brauchen Verbindung und wir brauchen Verbundenheit. Daher, und sie hat einen roten,
sie hat ein rotes Gewand an, Rotwurzelchakra. Das heißt, du gehst ganz in deine Kraft, dich aufzurichten und für dich zu sorgen. Und die Hand auf dem Herz, um auch die Verbundenheit zu dir selbst zu schaffen. Ich weiß gar nicht, ob da noch irgendeine Karte fallen möchte. Ich vermute eher nicht. Es geht darum, diesen Prozess jetzt abzuschließen, damit du in dir ganz klar und aufgerichtet sein kannst. So, jetzt habe ich noch ein Deck und dann habe ich sie soweit durch. Genau. Du klärst dieses Thema in dir. Da fließt Wasser, da ist Licht, das ist die Gefühlswelt. Da will was heranwachsen und blühen. Und du bist es wert. Nee, da fällt sonst nichts mehr. Aber es ist ein wunderschöner Prozess, der jetzt seinem Ende zugeht. Und ich bin ganz, ganz tief beeindruckt von dieser Ehrlichkeit bezüglich der Gefühlswelten. Und vielleicht hat sich dir auch gerade in dieser Herz-Luftballon-Karte, vielleicht hast du so viel über dich erfahren, wo du plötzlich verstanden hast, ich bin ganz berührt von diesen Herzluftballons, die aus deiner eigenen, aus deinem eigenen Lungenvolumen entstanden sind. Und vielleicht hat es dich sogar so sehr berührt, warum du in bestimmten Situationen so und so handeln musstest und gar nicht anders konntest. Weil da vielleicht Strategien dahinter waren, die in einem Zeitraum entstanden sind, wo tiefe Verletzungen stattgefunden haben. Also du bist aus dem Verurteilen deiner selbst bezüglich vergangener Dinge hingekommen zu dem tiefen Verständnis, warum dem so war. Weißt du, wie groß das ist? Wohlwollend zu dir, liebevoll zu dir und all den Anteilen, die du plötzlich verstehen kannst. Und so geschieht Heilung. Und so geschieht es, dass man Rollen ablegt und keine Masken mehr trägt. Sein Herz stärkt mit der Hand. Probier's mal. Also meine Hand wärmt mein Herzchakra jetzt und du ganz entschlossen und aufgerichtet sagst, ich will alles ändern, was mich nicht weitergebracht hat und ich will es neu versuchen. Und dafür lege ich meine Rolle ab und ich lege meine Maske ab. Man hat fast schon das Gefühl, das habe ich die ganze Zeit schon so beobachtet. Die Augenpartie hat eine andere Farbe und das Gesicht ist blass. Vielleicht hast du gerade echt eine Maske abgelegt. Lass dich von dir selbst berühren. Lass dich von deiner Vergangenheit berühren, statt dich zu verurteilen. Danke für deine Aufmerksamkeit. Ja, Peace and Love, Sabine Carola. Du hast dich für die Kugel entschieden. Und ich fühle mal rein, was die Karte zu erzählen hat.
Karte wird auf der linken Seite warm und die rechte Seite will noch eine Karte dazu. Zwei Karten, Hella. Zwei Karten fielen raus. Also hier will was, hier ist was in der Veränderung. Hier zeigt sich was mit dem Thema dieser Karte. Aber ich kriege da jetzt keine Impulse. Es ist, die linke Seite wird schwer. Also die weibliche Seite fühlt sich hier schwer an. Und ich muss die Karten ablegen. Und ich spüre jetzt Unruhe. Und ja, mittendrin und voll dabei. Also nicht ich, sondern ich fühle fürs Kollektiv. Ich drehe um. Okay. Zweites Chakra. Sexualchakra, zuständig für Sexualität und für Lebensfreude. Und wenn ich mich jetzt nicht mehr nicht täusche und mich richtig erinnere, stehen hier auch alle Energieschnüre zu Partnern, Partnerinnen, wo man gerne mal eine Reinigung stattfinden lassen kann. Oder eine Entgiftung stattfinden lassen kann im Intimbereich. Dazu kommt Wut und Mitgefühl. Okay, wenn du dich jetzt hier angesprochen fühlst, du hast die Kugel gewählt, hier rundet sich etwas ab. Und zwar Wut rundet sich ab durch Mitgefühl. Wie meine ich das? Also auch das ist ein Prozess, der, es ist ja, stellen wir uns einfach mal vor, das ist das zweite Chakra und der Bergkristall bringt Klarheit in ein Thema des zweiten Chakras. In dir ist noch, ich sag mal, ein Anteil, der schlechte Erfahrungen gesammelt hat und der wütend ist und die Wut noch nicht gelebt hat, beziehungsweise im Prozess ist und weiß, dass hinter der Wut ein Schmerz liegt. Und deswegen ist es jetzt ganz wichtig, dass du diesem Anteil Mitgefühl entgegenbringst. Und wenn du das alleine nicht angehen kannst, das Thema, du brauchst nicht alles alleine schaffen. Lass dir helfen. Vielleicht kannst du auch diesem Anteil in dir sagen, du brauchst da nicht alleine durch. Ich bin für dich da und ich will dir helfen. Mit der Heilung des zweiten Chakras wird auch Herzheilung stattfinden. Und damit wirst du eine Verbundenheit schaffen zwischen zweiten Chakra und dem Herzchakra. Die Wut sitzt im zweiten Chakra
Und das Mitgefühl sitzt im ersten Chakra. Und vielleicht magst du, während ich mische und dich angesprochen fühlst, eine Hand, die linke Hand auf dein zweites Chakra legen und die rechte Hand auf dein Herz. Nein, da kommt nichts. Und diese Karte kam dazu, die 105. Lass sie wirken. Wie fühlt sich das Rot für dich an, bezogen auf das Thema zweites Chakra? Das Wurzelchakra ist rot, das zweite Chakra ist orange. Wie fühlt sich das Rot für dich an? Da erfährst du ganz viel über dich. Rot kann kraftvoll sein, Rot kann schmerzvoll sein, Rot kann für Wut stehen. Wo fühlst du das Rot im Körper? Leg deine Hand auf und besänftige, falls es sich unangenehm anfühlt. Und wenn das Rot sich gut anfühlt, lass es heilsam durch deinen Körper fließen, kraftvoll durch deinen Körper fließen. Die rote Karte aus Farben der Engel bedeutet Azrael, der namenlose Erzengel, hilft dir über die Schwelle. Er erlöst alle Übergänge und Zwischenzustände. Das kann ein Zustand sein, wie zwischen lebendig sein und doch etwas in sich selbst verneint oder abgetötet zu haben. Es mag etwas sein, das tief in dir liegt und von dir bisher nicht genügend anerkannt wird, sondern eher unwillkürlich von dir unterdrückt und verleugnet wird. Der Bereich Tod, Sexualität, Sinnlichkeit liegt nahe beieinander. Jeder Liebesakt, jeder Orgasmus ist ein kleiner Tod des Egos oder Überegos, eine Auflösung, ein Verschmelzen mit der Einheit. Was ist es, das du dir nicht erlaubst? Azrael hilft dir zu verstehen, welche Einstellungen zu Liebe und Erotik du für oder von anderen übernommen hast und löst Gefühle von Schuld oder Scham, die hinter deinem Gelähmtsein und deiner Handlungsunfähigkeit liegen. Du beginnst dich wieder zu fühlen. Die Trauer, die Schwere, das Leid, die Wut lösen sich auf. Du kommst zu dir selbst und deinen persönlichen Bedürfnissen zurück. Erlaube dir, das, was du einmal verdrängt hast, jetzt zu leben. Was hältst du vor anderen Menschen noch verschlossen oder andere vor dir? Was erkennst du nicht an? Drück es aus, sprich es an, teil dich mit und lebe es. Versuche nicht mehr etwas vor Verletzungen zu schützen. Liebe handelt. Es ist nicht spannend, wo es hier um diese Themen geht. Die Liebe handelt. Die Liebe hat Mitgefühl zu dem Anteil, der etwas verdrängt, was das Sexualchakra betrifft und hinter der Wut ist. Wow. Was kann dir helfen? Also das geht gerade wirklich tief. Falls du dich angesprochen fühlst, sei sehr verbunden mit dir selbst.
Nee, da fällt keine raus, da fällt keine raus. Wir gucken hier nochmal. Und ich meine, hier geht es auch nicht nur um Sexualität. Ich erwähnte es ja am Anfang. Es geht auch um Lebensfreude. Wo hast du die vielleicht verloren? Oder durch was? Hier dieses Eichhörnchen, das gerade meinen Traumfänger klauen möchte, möchte dir sagen, werde doch wieder neugierig auf deine Neugier. Nur wenn wir uns überwinden, sei es auf die Lebensfreude bezogen, wieder nach außen zu gehen, unsere Neugier auf die Neugier zu entdecken. Ich weiß, wie schwer das ist, wenn man prozessiert, wenn man in Prozessen ist und wenn gerade alles schwer und dunkel ist. Aber man kann auch im Wald mit sich alleine die Neugier auf die Neugier finden und die Lebensfreude wieder einladen mit kleinen Momenten, die geschehen. Oder ich bin gestern einfach ins Städtchen gegangen, habe mich hübsch gemacht, ich wollte keine Kontakte, bin auf Distanz geblieben und doch war ich im Leben und habe das Leben genossen, ohne jetzt in Kontakt zu treten. Das heißt, ich wollte einfach wissen, wie ist es, jetzt wieder unter Menschen zu gehen. Die Sonne scheint, es spielt Musik, da ist eine Eisdiele. Und manches kostet Überwindung, aber es kann Geschenke bringen. Und auf die Sexualität bezogen geht es vielleicht einfach nur um das sich öffnen. Wenn man so mit sich arbeitet, ja, und ich weiß nicht, wo du in diesem Punkt stehst. Daher bin ich jetzt still. Ja, ich weiß gar nicht, nach welchen Kartendecks ich noch greifen soll heute. Gucken wir mal hier. Ich drücke mal Pause und fühle mal in die Karten rein. Also eins kann ich auf jeden Fall sagen. Die rote Karte erzählt, du verdrängst etwas, was geändert werden möchte. Und wenn man etwas verdrängt, dann nicht haben will, dann ja. Hier geht es wirklich, wie es in der Anteilearbeit ja wirklich wichtig ist, welcher Anteil in dir ist wütend? Ja, welcher Anteil in dir ist wütend? Über irgendeine Verletzung, die ihm die Lebensfreude nahm oder die Lust an der Sexualität. Öffne dein Herz für diesen Anteil. Hab Mitgefühl für ihn. Nicht böse auf ihn sein. Es hat seinen Grund, dass dieser Anteil so ist. Und das ist, ich rede von dem Anteil, der eben diese schlechten Erfahrungen gemacht hat, die dich dahin führten, die Lebensfreude oder die Lust am Leben oder die Lust am Liebe machen eingesperrt hat. Habe Mitgefühl. Unterhalte dich mit diesem Anteil. Es gibt die Möglichkeit, dass du dich einfach so dir vorstellst, du bist jetzt diese Anteile und schreibst dir selbst einen Brief und kriegst vielleicht die Antwort, was wichtig ist zu wissen. Ich gehe mal noch an meine Blumenkarten.
In dem Moment, wo du diesen Anteil aus der Ecke holst und liebevoll mit ihm bist, Selbstumarmungen, ja, und Gespräche, kann sich das von jetzt auf nachher verändern. Also kann auch länger dauern. Ist unterschiedlich und ich rede mich jetzt um Kopf und Kragen. Ich habe jetzt wirklich alle Kartendecks bald durch. Und habe jetzt nur noch das Krafttier-Orakel. Vielleicht zeigt sich ein Krafttier, das dir jetzt hilft, das Thema anzugehen. Und vielleicht fühlst du dich auch wirklich oder erkennst du dich in dieser Legung und erlaubst dir, dir helfen zu lassen. Das heißt, dir einen Coach zu holen, der dich unterstützt, am besten traumasensibel. Oder du lässt dir, ja, sag ich nur mal so einfach, eine persönliche Kartenlegung bei mir machen, sodass wir da miteinander arbeiten können. Und der Marienkäfer möchte dich unterstützen. Lass dein inneres Kind spielen und tu das, was dich glücklich macht. Das heißt, immer wieder auch die schönen Momente genießen und deinem inneren Kind zeigen, trotz diesem Thema hier können wir mit dem Leben spielen und uns schöne Momente erschaffen. Ja, Peace and Love. Ich wünsche dir gutes Wirken und bis zum nächsten Mal.